Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, aktuell überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Upload-Plan für diese Woche, aber der wird so ein bisschen über Bord geworfen, weil die Juvenilis-Boxen gekommen sind und weil diese Box gekommen ist. Und zwar ist das die Glossybox Clinique Version, Special Edition, weiß ich nicht. Ja, wenn du Bock drauf hast, dass wir diese Klinikbox zusammen öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich auch schon perfekt vorbereitet für dieses Video. Und zwar habe ich das einzige dekorative Kosmetikprodukt, was ich besitze von Clinique, mir auf die Lippen gegeben. Das ist hier so ein Lippenstift, damit ich hier so ein bisschen im Groove bin. Dann habe ich noch ein dunkelblaues Shirt an. Also so ein bisschen wollte ich mich einfach mal vorbereiten. Ja, und ich bin ganz gespannt, was so drin ist. Und weil das so schwierig war, an diese Boxen ranzukommen, habe ich tatsächlich zwei bestellt. Das heißt, eine für dich und eine für mich. Also kannst du in diesem Video auch eine Box gewinnen tatsächlich. Voll gut, oder? Habe ich mir überlegt. So, ich bin aufgeregt. Ich möchte jetzt echt reingucken. Also, die Klinikbox, die kam als Sonderedition raus und man hat auch so eine Benachrichtigung darüber bekommen, dass es die Klinikboxen gibt, wenn man Glossybox-Abonnent war. Mensch, ich bin so aufgeregt. Und ja, ich habe mir dann auch eine ergattern können. Ich saß dann wirklich davor und habe immer auf Aktualisieren geklickt und als die erste Verkaufsrunde war, habe ich keine bekommen. Das heißt, ich habe nicht 30, sondern 35, glaube ich, oder 40 dafür bezahlt. Genau, ja. Und wenn man halt kein Glossy-Abonnent ist, hat man 50 bezahlt. Oder wenn man halt eine zweite Box bestellt hat, was ich habe. Das heißt, für die Box, die ich an euch verlose, habe ich 50 Euro bezahlt. Ne? Beziehungsweise ich habe es in Glossy Points bezahlt. Also im Prinzip war es von euch für euch, weil die Glossy Points sammle ich ja nur deswegen, weil man quasi, wenn man auf meinen Link unten in der Infobox klickt und dann quasi die Glossy Box abonniert, über diesen Link bekomme ich Glossy Points. Das kannst du auch kriegen, wenn du die Glossy Box abonnierst, dann hast du nämlich auch so einen Link und dann sammelt man Punkte und wenn man Produkte bewertet und ich will jetzt wissen, was drin ist. So, Deckel abgenommen, Claudia, hör auf zu quatschen. Hier ist die Box. Es riecht pflegend hier raus, also pflegend frisch, gut. Ich würde mich mega freuen, wenn diese All About Eyes Clinique Augencreme drin wäre. Ich würde ausrasten, wirklich. Ich würde mich so freuen. Aber wir gucken jetzt mal rein. So. 20% auf alle Produkte mit dem Code Glossy Clinique, Glossy Box für Clinique. Aha, auf clinique.de. Na, guck. Und hier ist, ne, also wenn ihr euch den abschreiben möchtet, der steht hier. Ja, dann ist hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist wahrscheinlich. Ja, genau. Gucke ich nicht rein, ich will mich überraschen lassen. Wir öffnen den Kiwi, der sich ohne abzureißen öffnen lässt. Und hier haben wir die Produkte. Als erstes habe ich hier ein Produkt, was ich auch schon mal in klein hatte, aber falsch verwendet habe. Und jetzt habe ich die zweite Chance und kann es endlich richtig verwenden. Und zwar ist das die Clarifying Lotion, eine Peeling-Lotion ist das quasi. Also wenn du trockene Haut hast, dann löst die tatsächlich so ja, kleine Schüppchen. Und die sollte man auch definitiv nicht zum Abschminken oder so verwenden oder so als Toner, sondern als Peeling. Und danach auch einfach mal abwaschen, weil ansonsten wird die Haut zu sehr gereizt. Ich werde noch ein bisschen warten, dass meine Haut sich regeneriert hat und die dann verwenden. Ja, genau. Da ist ganz schön viel drin, ne? Das ist eine Originalgröße, Leute. Also, das ist schon cool. Ich weiß nicht. Hier, 200 Milliliter. Das ist nicht verkehrt. Cool. Wow. So, dann haben wir hier ein Produkt drin. Moisture Surge, aber nur die Tagescreme. Okay, 27-Hour Auto Replenishing Hydrator. Eine Gelcreme. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal als Probe gehabt. Oder ich habe sie sogar tatsächlich schon in Originalgröße da. Ja, ist quasi das Pendant zu der Augencreme. Sehr sanft zur Haut. Und die ist so, genau, das ist die hier. Die ist so rosa. Und ich finde, dass dieses Design von Clinique einfach so schön schlicht und edel ist. Das gefällt mir unheimlich gut. Ja. Die sieht doch mal fantastisch aus. Oh, wunderschön. Oh, freue ich mich drauf. Richtig cool. Da sind 30 Milliliter drin. Auch das Originalprodukt. Ich glaube, hier sind fast nur Originalprodukte drin.
coole Sache. Für alle Hauttypen ist das. Also ob die wirklich 72 Stunden lang dann quasi mit Feuchtigkeit versorgt, mag ich mal zu bezweifeln. Aber du kannst die halt ganz normal als Feuchtigkeitscreme verwenden oder du machst die ein bisschen dicker drauf und hast dann quasi eine 5-Minuten-Maske. Aber das kannst du im Prinzip mit fast jeder guten, ordentlichen, feuchtigkeitsspendenden Gesichtscreme machen. Ja, doch, finde ich cool. Freue ich mich auch drüber, weil das Produkt ist auch, glaube ich, echt nicht günstig. Ja, krass. Überwältigend. Finde ich schön, doch. Hast du schon mal eine Gesichtscreme als Maske verwendet? Stimm mal hier oben ab, das würde mich interessieren. Ich habe das mal versucht, das hat bei mir nicht ganz so funktioniert, aber bei solchen Cremes, wo das halt immer draufsteht, würde ich das gerne mal ausprobieren. So, wir haben eine Mascara hier noch mit drin. High Impact Mascara. Mascara Impact Optimal in Black. Aha. Not for sale. Ja, genau. Das ist eine Mascara, aber das scheint nicht die Originalgröße zu sein, oder? Weil die ist doch relativ klein. Gucken wir uns mal das Bürstchen an. Riecht sehr angenehm. Wirklich, also das riecht gut. Also es kommt ordentlich Produkt auch dran. Das ist ein ganz normales Bürstchen, so ein Synthetiker-Bürstchen und nicht jetzt irgendwie eine Gummibürste oder so. Sieht interessant aus. Ich habe jetzt Mascara drauf, da macht es jetzt relativ wenig Sinn, die noch drüber zu schichten. Werde ich aber definitiv demnächst mal austesten. Und von der Verpackung her, das sieht nicht ganz tief schwarz aus. Da ist auch noch so Glitzer mit drauf. Ich halte es jetzt mal ganz nah vor die Kamera. Ich weiß nicht, ob die Kamera das dann so auffängt, aber ne? So Glitzer und es ist so dunkelgrau. Tja, also die soll wohl Volumen machen und Länge. Also beides in einem. Mal gucken. Bin ich gespannt drauf. Also ich finde es cool, dass hier auch dekorative Kosmetik mit drin ist. Aber ich sehe hier nicht meine Augencreme. Verdammt. Als nächstes habe ich eine 7-Day Scrub Cream. Das scheint ein Peeling zu sein. Das sieht so aus. Ja, ein wasserlösliches Creme-Peeling. Ja, also das sieht aus wie eine ganz normale Creme, aber dann hast du ja im Prinzip zwei Peeling-Produkte hier drin, ne? Einmal diese Exfoliation-Geschichte und einmal dieses hier. Oder es hat ganz, 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 ganz feine Peeling-Partikel. Das ist, als wäre so ein kleines bisschen Sand mit dabei. Man sieht die Peeling-Partikel auch nicht wirklich. Aha. Also es wird auf jeden Fall sanft zur Haut sein. Und es soll auch irgendwie ein Glow-Finish oder sowas haben. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, also darüber freue ich mich tatsächlich noch mehr als über die das Exfoliation-Gedöns. Ja, werde ich definitiv auch lieber verwenden, weil ich sowas auch kenne. Aber solche Exfoliation-Peeling-Geschichten, das ist ja wie so ein Säure-Peeling oder so. Das habe ich noch nicht die besten Erfahrungen mit meinem Gesicht gemacht, sage ich mal. Ja, aber cool, dass sowas auch mit drin ist. Riecht. Jetzt sieht man die Partikel. Moment, es ist getrocknet. Ich weiß nicht. Oh Gott, wie gut ist meine Kamera, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Also da sind ganz, ganz paar Körnchen, weil das halt jetzt auch so ein bisschen getrocknet ist, ne? Ganz, ganz fein. Ja, cool. What's next? So, was haben wir denn hier? Moisture Surge Overnight Mask. Okay, eine Übernachtmaske. Alle haben ständig jetzt hier diese Übernachtmasken und ich traue mich einfach nicht. Habt ihr schon mal oder hast du schon mal im Speziellen eine Übernachtmaske ausgetestet? Stimm mal hier oben ab. Und wenn ja, dann schreib mir doch unten mal in die Kommentare, welche und ob du die empfehlen kannst. Ja, oder welche Erfahrungen du vielmehr damit gemacht hast, ne? Ja, also hier ist halt diese feuchtigkeitsspendende Overnight-Maske drin. Und ja, dann nehme ich die mal aus ihrer Verpackung raus. Aber guck mal, die ist ja ganz niedlich klein, ne? Das ist ja noch eine vertretbare Größe, damit würde ich auch klarkommen. Das ist halt eher sowas zum Testen und das finde ich dann auch mal ganz nice. Wenn du nicht so einen Riesen-Oschi von Gedöns hast und ja, du musst das Vieh dann ja auch irgendwie benutzen, ne? Und wenn du da so ein Viech, Riesenviech-Oschi-Moped... Mir fehlen die Worte. Wenn du halt so ein Riesenteil hast... Auch das ist eine unglückliche Formulierung. Wenn du halt ein sehr großes Produkt hast und nicht weißt, wie du es anwenden sollst und es dann irgendwie doch echt teuer ist, dann macht das ja keinen Spaß. Aber wenn es nur so ein kleines Produkt ist, dann ist es nicht so schlimm, finde ich irgendwie. Also wenn sowas mit in den Boxen ist, weil das ist ja schon was Spezielles, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ist cool. Ja. Kommen wir zum letzten Produkt. Leider schon, aber das waren coole Sachen bislang, oder? Noch ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar ist das Clinique Pop Lip Color and Primer Rouge Intense and
Base. Love Pop ist die Farbe. Okay, ich muss gleich mal eben kurz gucken, in welcher Farbe der Lippenstift ist, den ich auf den Lippen trage, denn das ist, glaube ich, der gleiche. Also, das hier war ja meiner, den habe ich euch ja eben gezeigt. Das ist die Farbe Plum Pop. Ach, guck, das ist die Farbe Plum Pop und das ist die Farbe Love Pop. Der wird dann wahrscheinlich rötlicher sein, das finde ich gut. Puh, Glück gehabt. Ja, er ist auf jeden Fall größer als der, den ich habe und wirkt auch ein bisschen dunkler. Nur minimal. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in der Kamera sehen kann. Doch der hat auch so Glitzerpartikel mit drin. So sieht der aus. Und es ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Boah. So sieht der aus. Ich swatch mal den daneben, den ich gerade auf den Lippen habe. Sieht schon sehr ähnlich aus, ne? Aber egal. Wir gucken mal, wie es auf den Lippen wirkt. Ich mache mir den mal eben ab. So, ab ist er jetzt schon mal und ja, dann nehme ich mir mein Spiegelchen von der lieben Jana, White Swan Beauty. Schaut bei ihr vorbei, nehme mir den neuen Lippenstift und trage ihn mir auf. Der gefällt mir richtig gut. Ich finde den mega schön. Doch, der gefällt mir. Wenn jetzt auch das Licht mitspielen würde, ne? Aber der ist echt schön. Der hat so einen leicht metallischen Effekt und so ein paar Glitzerpartikel auch mit drin. Aber die Farbe ist auch schön und der fühlt sich auch sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Ich zoome euch mal wieder kurz raus. So. Ja, also der gefällt mir sogar noch besser als der Plum Pop, den ich habe. Weil der Plum Pop, den ich habe, ist so ein bisschen glossy vom Finish her. Und der ist halt ein richtiger Lippenstift. Und ich finde, dass der die Zähne auch deutlich weißer aussehen lässt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, mag ich. Sehr schön. Jetzt ist die Box schon wieder leer. Och Mann. Ja, ihr Lieben, aus die Maus. Das war's nu. Also ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich glaube, der sollte bei ungefähr 100 Euro liegen. Definitiv. Also da gehe ich von aus, dass die Produkte diesen Wert haben. Hat mir echt gut gefallen. Es ist halt sehr pflegelastig, aber das kennt man doch von Clinique, würde ich mal so sagen, ne? Also mir hat es wirklich gut gefallen. Ich würde sie definitiv, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, nochmal bestellen. Aber liebe Glossybox, packt doch gerne die Augencreme All About Eyes mit rein. Das wäre toll. Übrigens fliegt hier gerade ein Flugzeug über unser Haus. Läuft bei uns. So, wenn du diese Box gewinnen möchtest, dann schau in die Infobox. Und ja, da stehen alle weiteren Infos. Wie gesagt, ich habe ja noch eine, also ne, die für euch für 50 Euro in Glossy Points. Genau. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!